Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Laut Bundesnetzagentur gibt es aktuell im Jahr 2020 26.500 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Und der Ausbau schreitet in großen Schritten weiter voran. Doch Ladeinfrastruktur an Autobahnen für die Langstrecke ist das eine und Lademöglichkeiten vor Ort auf dem Land oder im Dorf das andere. Hier läuft der Ausbau aus eigener Erfahrung vieler meiner Abonnenten eher schleppend. Frei nach dem Motto, steht er, dann lädt er, wäre es doch eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel einfach beim Einkaufen den Wagen an eine Ladesäule anschließen könnte. Und nach dem Einkauf, so nach einer Stunde ungefähr, vielleicht ein volles Auto hätte. Dem Handel kommt hier also eine große Bedeutung zu, denn genau da müssen wir eigentlich hin. Auf jeden öffentlichen Parkplatz müssen irgendwann eine bestimmte Anzahl an Lademöglichkeiten vorhanden sein, damit die ganzen Elektroautos auch überall möglichst laden können. Und genau darauf zielt ein neues Gesetz ab, was im März diesen Jahres vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Das hat natürlich wie gewohnt einen sperrigen Titel. Das heißt nämlich das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz. Eins der längsten Wörter der Welt vermutlich. Und was es mit Lademöglichkeiten beim Einkaufen zu tun hat, darüber spreche ich in diesem Video. Deswegen bleibt dran. Ja, wäre das nicht schön, wenn wir einfach egal wohin zum Einkaufen fahren könnten und wissen, dass man dort das Auto laden kann? Manche Handelsketten und Supermärkte haben ja heute schon mal die eine oder andere Ladesäule auf ihrem Parkplatz, aber das reicht natürlich beim besten Willen nicht aus. Schon gar nicht für die vielen Elektroautos, die in der Zukunft danach kommen werden. Und wie wir mittlerweile wissen, ist für über 70% der Menschen es extrem wichtig, dass bei einem Elektroauto die Ladeinfrastruktur gut ausgebaut ist. Und über 60% der Leute geben an, dass die Ladeinfrastruktur im Moment noch der Haupthinderungsgrund ist, sich ein Elektroauto zu kaufen. Das hat gerade erst eine Umfrage im Weserkurier, das ist die Tageszeitung hier in Bremen, ergeben. Wie man es dreht und wendet, die Ladeinfrastruktur ist das Kernproblem der Elektromobilität. Dabei tut sich da ja grundsätzlich schon eine Menge, denn in den letzten 2 Jahren ist die Ladeinfrastruktur ziemlich ausgebaut worden. Hier mal die Entwicklung der Ladepunkte der letzten Jahre. Die Anzahl der gemeldeten öffentlichen Ladepunkte in Deutschland von 2014 bis 2020 hat sich rasant entwickelt. Die hat sich im Prinzip sogar über verzehnfacht. Letztes Jahr waren es knapp 25.000 Ladepunkte und dieses Jahr im Mai waren es schon 26.499. Also es geht rasant nach oben. Und laut ChargeMap sind 7% der Ladestationen in Deutschland im Handel platziert. Das entspricht immerhin rund 1.000 Ladestationen. Und dazu gibt es jetzt gute Neuigkeiten, denn das EHI Retail Institute hat sich mit der Elektromobilität im Handel beschäftigt und eine sehr interessante Studie veröffentlicht, wo im Handel die Reise in nächster Zeit hingehen wird. Aus dieser Studie habe ich euch heute ein paar spannende Infos zusammengestellt. Und die Studie verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung hier unten, falls ihr dort mal selber was nachlesen wollt. Das lohnt sich. In dieser Studie wurden 29 Handelsunternehmen mit zusammen 29.000 Filialen zur aktuellen Situation und zur zukünftigen Planung der eigenen Ladeinfrastruktur befragt und diese Daten mit den Daten von 2019 verglichen. Durch diesen Vergleich mit dem letzten Jahr sieht man ziemlich gut die Veränderungen, die sich in diesem Jahr ergeben. Nicht zuletzt aufgrund der immer schneller wachsenden Zahl an Neuzulassungen von Elektroautos, die im August 2020 bei ca. 5% aller Pkw-Zulassungen liegt. Und bis zum Jahr 2025 wird sich dieser Anteil vermutlich auf über 20% steigern. So zumindest alle Vorhersagen. Ich persönlich glaube eher, dass das noch viel schneller geht. In dieser Studie wird also als erstes gefragt, wie viele Ladestationen die 29 Handelsunternehmen mit ihren 29.000 Filialen bis zum nächsten Jahr überhaupt geplant haben, neu zu errichten. 21% wollen mehr als 50 Ladestationen aufstellen. Das ist doppelt so viel wie noch im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es nur 10%. Also die Entwicklung geht eindeutig nach oben in dieser Sache. Insgesamt planen die befragten Handelsunternehmen rund 1000 weitere Ladestationen alleine für 2020. Aber jetzt fragt man sich natürlich, was für Gründe haben denn die Handelsketten, diese Ladeinfrastruktur bei sich auszubauen? Verdienen die da Geld mit? Tja, welche Gründe mögen das wohl sein? Die Studie gibt da Auskunft. Immerhin haben 73% der befragten Handelsunternehmen gesagt, für uns ist das Service am Kunden.
47% sagen, ja, das liegt an der aktuellen Gesetzgebung. Und da kommen wir nachher wieder zu diesem sperrigen Gesetz. Innovative Geschäftsstrategie immerhin 33% und natürlich auch der Neidfaktor, weil die anderen haben es auch, sagen noch 27%. Wichtigstes Motiv ist also dabei, die Kundenbindung durch mehr Service zu stärken. Erst an zweiter Stelle folgt die Gesetzgebung als Grund für den Aufbau von Ladestationen. Aber tatsächlich erfolgt der Ausbau garantiert nicht freiwillig, wenn wir mal ehrlich sind. Die Bundesregierung hat im März nämlich ein interessantes Gesetz beschlossen, das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, GEIG. Das besagt, werden Wohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen gebaut oder umfassend renoviert, müssen künftig alle Stellplätze schon mal mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet werden. Das bedeutet ja noch nicht viel. Und bei Nicht-Wohngebäuden, also zum Beispiel einem Supermarkt, muss bei mehr als 10 Stellplätzen mindestens ein Ladepunkt errichtet werden und jeder fünfte Stellplatz mit Leerrohren für Kabel ausgerüstet werden. Und Verstöße dagegen sollen tatsächlich mit Bußgeldern bestraft werden. Nach Aldi Süd will nun plötzlich auch Aldi Nord seinen Kunden Ladestationen zur Verfügung stellen. Aldi Süd betreibt nach eigenen Angaben bereits ein Ladenetz von 94 kostenfreien Ladesäulen auf den Kundenparkplätzen. Rewe verweist auf eine ähnliche Größenordnung von 100 Märkten mit Ladestationen. Lidl hat schon im März 2019 angekündigt, innerhalb eines Jahres 400 E-Ladestationen zu errichten. Aber bislang sind es mal gerade so 250 und rund 150 sind noch im Bau oder Planung. Also da geht es leider langsamer voran als angekündigt. IKEA ist da schon weiter, denn jedes der 53 Möbelhäuser in Deutschland hat inzwischen E-Ladestationen. Einen hohen Takt legt auch der Großflächendiscounter Kaufland vor, denn Kunden können bereits an 126 Kaufland-Filialen kostenlos während des Einkaufs ihr Elektroauto laden. Ja, wie lange laden denn die Kunden überhaupt auf dem Supermarktparkplatz? Hier sagt die Studie, dass immerhin 18% bis maximal 30 Minuten laden, 35% bis eine Stunde und nochmal 35% ein bis zwei Stunden. Also da sieht man, dass die Ladeinfrastruktur doch relativ lange genutzt wird von der Mehrheit, damit ihr Auto auch voll ist. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Leistung die Ladesäule auf dem Parkplatz zur Verfügung stellt. Und ist eigentlich eine verstärkte Nutzung der angebotenen Ladeinfrastruktur zu beobachten? Also wird es langsam mehr oder wie entwickelt sich das? Ja, auch das ist zu beobachten, denn 27% der Handelsunternehmen sagen, das hat um bis zu 25% zugenommen. 36,5% sagen, das hat sogar bis 50% zugenommen. Und nochmal 36,5% sagen, das hat sogar über 50% zugenommen im Vergleich zu 2019. Die Hochrechnung der Studie ergibt, dass wegen dieses Gesetzes rund 6.000 Verkaufsstellen mit mehr als 10 Stellplätzen kurzfristig mit einem Ladepunkt ausgestattet werden müssen, damit man den neuen Gesetzen entspricht. Das bedeutet bundesweit 6.000 zusätzliche Ladestationen, die man komfortabel während des Einkaufens, also wenn das Auto eh nur rumsteht, nutzen kann. Aber wie sieht es denn mit den Preisen für den Strom aus? Was planen da die Handelsunternehmen? Immerhin gute Nachrichten, denn die Mehrheit von 55% der Handelsunternehmen bietet den Strom kostenfrei an. 27% sagen ja, mal so, das ist standortabhängig. Und nur 18% wollen auf jeden Fall Geld für den Strom. Aber das wird mit Sicherheit natürlich nicht ewig so bleiben, denn wir wissen ja, Strom gibt es auch nicht geschenkt und die Kunden wollen natürlich auch verstärkt schnell laden können und sind dann auch eher bereit, einen angemessenen Preis für den Strom zu bezahlen. Das sieht man hier, als gefragt wurde, zu welchen Konditionen die Kunden zukünftig ihr Fahrzeug laden möchten. Und da ist auch im Vergleich zu 2019 ein deutlicher Anstieg zu sehen, dass die Kunden schnell laden möchten, dann auch gerne zu höheren Kosten. Langsam laden und kostengünstig ist natürlich fast gleich groß und nur kostenfrei hat sich fast halbiert. Das heißt, die Erkenntnis, dass Strom auch Geld kosten muss, damit es langfristig funktioniert, hat sich schon in den Köpfen rumgesprochen. Und immerhin stellen die Handelsunternehmen einen Großteil ihrer Ladeinfrastruktur als Schnelllader zur Verfügung. Denn wir sehen, wie hoch ist die Leistung der Ladestation, die abgerufen werden kann. Über 50 kW haben 20% der Handelsunternehmen. Bis 50 kW immerhin 26% und 22 kW 47%. Und natürlich fehlt dann noch die Frage nach der ökologischen Nachhaltigkeit des angebotenen Stroms.
und da sagt die Studie, 68% der Handelsunternehmen bieten an ihren Ladestationen ausschließlich Grünstrom oder 14% Eigenstrom und nur 18% konventionellen Strom aus dem deutschen Strommix. Ja, das waren interessante Einblicke in das, was wir Elektroautofahrer vom Handel in den nächsten Monaten erhoffen dürfen. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es noch einige Jahre dauern wird, bis wirklich jeder öffentliche Parkplatz genügend Lademöglichkeiten bieten wird. Also, wir werden in den nächsten Monaten erleben, dass bei den deutschen Supermärkten immer mehr Ladestationen entstehen, zusammen auch mit der Ladeinfrastruktur, die an den Autobahnen ausgebaut wird. Das ist alles sehr lobenswert und sehr wünschenswert. Zu wünschen ist natürlich auch, dass diese Ladestationen gut gewartet sind, immer funktionieren, sehr zuverlässig arbeiten und natürlich, wenn sie dann Geld kosten, zu einem fairen Preis benutzt werden können. Das bleibt es abzuwarten, das beobachten wir natürlich ganz genau und natürlich werde ich auch weiter darüber berichten. Und in dem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben und natürlich abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.